Ballett, Breakdance und Hip-Hop. Das neue Stück von der Theatertanzschule St. Gallen zeigt sich am Anfang noch farblos und düster. Aber nachher schmücken die 120 Tänzerinnen und Tänzer die Bühne bunt und divers. Die Inspiration war eigentlich das Thema von der Spielzeit dieses Jahr am Theater. Und da geht es um Identitäten. Und wir wollten ein Stück machen mit der ganzen Theatertanzschule, bei dem die verschiedenen Identitäten eben rausgestellt werden. So eine kleine Identitätssuche vielleicht auch entsteht auf der Bühne. Und jeder findet zum Schluss eigentlich das, wonach er gesucht hat. Ich glaube, es war einfach so schön, dass wir wirklich ein Stück für Leute gemacht haben, wo wirklich für alle zugänglich ist und jeder findet seinen Platz. Und das ist auch wirklich das Thema der Reproduktion, dass du dich in dem Stück findest und auch Zuschauer können sich in dem Stück finden. Und es ist einfach etwas, das zum Teilen ist. Genau. Die Kleinsten sind gerade mal 4, die ältesten Tänzer und Tänzerinnen 50 plus. Gemeinsam haben aber alle, dass sie mit Herzblut dabei sind und das Stück funktioniert ganz ohne Wort. Am Anfang haben wir so ein bisschen gedacht, auch von der Thematik ist ein bisschen Kitsch. Aber es ist so schön. Also, und ich finde, man sieht einfach die Freude. Für mich war es schon lange ein Traum, um mal in so einer Produktion mitzumachen. Das hat sich bis jetzt einfach nicht ergeben. Und ja, ganz persönlich ist es für mich einfach ein mega Glücksgefühl, dass ich dort mitmachen darf. Und das alles professionell vom Stadttheater dürfen zu geniessen, ist einfach eine wahnsinnige Ehre und es macht auch viel Spass. Ich nehme einfach wirklich die Gemeinschaft mit, weil es hat jetzt im Finale auch uns als Hip-Hop-Gruppe auch noch mal viel mehr zusammengebracht. Das ist generell bei diesen Auftritten immer so, dass, also bei diesen grossen Produktionen vor allem, dass man einfach wieder lernt, mehr halt als Gruppe zu arbeiten, weil man auf der Bühne halt wirklich aufeinander angewiesen ist. Also ich nehme vor allem auch Erfahrung mit. Ich habe jetzt schon öfters Fehler gemacht und ich lerne immer gerne aus denen. Die vielen Proben haben sich gelohnt. Das zeigt den grossen Applaus der Zuschauer.